100 Spieler in 25 Teams sorgten beim Spark 7 Streetball-Turnier für kräftigen Trubel. In 5 Altersklassen wurde eifrig um den Turniersieg gespielt, wobei Organisator Bernhard Stelzer vor allem der große Einsatz der Mannschaften faszinierte. Also wir, die ECE Bulls, machen das schon seit mehreren Jahren. Wir veranstalten Streetball-Events mittlerweile in der ganzen Steiermark. Hier in Lorenzen beim Parkplatz Mediamarkt und Gigasport sind wir das erste Mal. Ist uns gelungen, hier das durchzuführen aufgrund von doch sportbegeisterten Partnern. Und ist ja irgendwo auch eine Belohnung, muss ich sagen, für unsere Jugendspieler, weil sonst spielen sie immer nur in der Halle. Und das ist einmal was anderes als Event aufgezogen am Asphalt. Und Streetball wird ja nur auf einem Korb gespielt und das macht ihnen auch sehr viel Spaß. Und wie wird das von den Jugendlichen angenommen? Sehr zahlreich, also wir haben fast die ganze Jugend hier von uns, aber auch sehr viele Auswärtige aus Graz, aus Wien, aus Gleisdorf zum Beispiel auch, und wird wirklich gut angenommen. Wir müssen nur schauen jetzt, dass wir leider heute relativ zügig unterwegs sind aufgrund der schlechten Wetterprognose. Ihr werdet ja wahrscheinlich auch das eine oder andere Auge auf die Spieler werfen. Gibt es da eigentlich Talente, die man da auch findet? Gibt es immer wieder, die sich hervortun. Unser ehemaliger Spieler oder noch Spieler, der Moritz Laniger zum Beispiel, ist ja daraus eigentlich auch entdeckt worden, aus Streetball. Also immer wieder schauen wir natürlich darauf. Und Gott sei Dank haben wir auch so einen guten Namen im Nachwuchs, dass manche sogar auf uns zukommen. Auch das Wetter spielte mit und so stand dem Streetball-Vergnügen nichts im Wege.